Es fühlt sich an wie ein kleines Stück Freiheit, wenn wir nach einem langen Tag die einengenden Schuhe abstreifen, die Zehen wieder spüren und bewusst spreizen, die Haut atmen lassen. Dieses wunderbare Gefühl sollten wir viel öfter genießen und am besten mehrmals am Tag die Schuhe und auch die Strümpfe ausziehen. Im Haus, im Garten, im Wald, auf der Wiese oder unter dem Schreibtisch, wenn es niemanden stört. Trau dich und spüre bereits nach kurzer Zeit, wie gut das tut, deinem Körper und deiner Seele. 7 Gründe, wieso Barfußlaufen gesund ist. Nummer 1. Gute Haltung. Wer häufiger barfuß läuft, stärkt seine Rückenmuskulatur. Denn das Tragen von Schuhen, auch nur mit kleinen Absätzen, verkürzt unsere Bänder und Sehnen. Zudem machen wir durch eine schwache Fußmuskulatur oft Ausgleichsbewegungen, die zu Fehlstellungen der Hüfte und der Wirbelsäule und somit zu Rückenschmerzen führen können. Durch das Barfußlaufen stärken wir all diese Bereiche, sorgen insgesamt für ein gutes Körperfundament und verbessern so unsere ganze Haltung. Spezielle Schuhe können dazu beitragen. Aber Vorsicht, auch Barfußlaufen muss man wieder lernen. Deswegen sollte man es langsam angehen. Nummer 2. Bewegungsfreiheit. Hohe Absätze und spitz zulaufende Schuhe sind schön, aber leider eine ziemliche Qual für unsere Füße. Deswegen sollten wir diese nicht allzu lange tragen und besonders unseren Zehen öfter mal ihren Freiraum gönnen. Tipp: Trage am Abend 10 Minuten lang einen Zehenspreizer, wie man ihn zum Nägellackieren benutzt. Damit gibst du deinen strapazierten Zehen mehr Bewegungsspielraum. Nummer 3. Sinneswahrnehmung. Das Gras kitzelt unter den Sohlen. Wir sinken in den weichen Boden ein. Mit nackten Füßen können wir den Untergrund, auf dem wir laufen, intensiv spüren. Das stärkt die Sinneswahrnehmung. Zudem werden die Fußreflexzonen stimuliert, die in Verbindung mit vielen anderen Bereichen des Körpers stehen. Keine Angst vor Morgentau. Der Kältereiz ist toll für unsere Durchblutung und eine starke Abwehr. Nummer 4. Gratismassage. Unebenheiten und Steinchen, die man mit bloßen Füßen auf Wiesen und am Strand spürt, sind nicht nur eine kostenlose Fußmassage. Sie härten auch unsere Füße ab, weil sie die obere Hautschicht dicker werden lassen. Keine Angst, mehr Hornhaut gibt es nicht. Die entsteht eher durch Reibung und Feuchtigkeit in Schuhen. Nummer 5. Bessere Lauftechnik. Wenn wir ohne Schuhe laufen oder sogar joggen, sind wir gezwungen, unsere Füße sanfter aufzusetzen als mit Schuhen, die als Dämpfer dienen. Allmählich setzen wir so statt mit der Ferse mit dem Mittelfuß auf. Das freut Fuß-, Knie- und Hüftgelenke. Weil man nicht immer und überall mit nackten Füßen auftauchen kann, gibt es Barfußschuhe. Nummer 6. Schutz vor lästigen Infektionen. Nicht barfuß stecken wir uns mit Fuß- oder Nagelpilzen an, diese gedeihen eher in feuchtwarmen Schuhen. 20% der Deutschen sind betroffen, also raus mit den Füßen an die frische Luft. Dort freuen sie sich nicht nur über Trockenheit. Wer sie regelmäßig freilässt, sorgt für eine gute Durchblutung. Und warme Haut schützt ebenfalls vor Pilzbefall. Nummer 7. Gesundes Kind. Eine Studie zeigt, dass Kinder, die viel barfuß laufen, nicht nur gesunde Füße haben, sie sind auch leistungsfähiger, können höher springen und besser balancieren. Das liegt laut Sportmedizinern daran, dass Barfußläufer eher mit der Ferse aufsetzen und Schuhkinder eher mit dem Vorfuß. Läufst du gerne barfuß? Lass es uns in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren.